Ich sehe nichts, es ist hinterm Kühlschrank, es hängt fest. Ich glaube, ich kann mir gleich beim nächsten Morgen, kann ich mir, glaube ich, eine neue Safe Base suchen. Das ist alles kaputt, ich sehe nichts, ich weiß nicht, wo es ist. Ich bin kaputt, ich bin verletzt, alles. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Abiotic Faktor, meine lieben Freunde. Irgendwie habe ich das Gefühl, der Typ wird immer nervöser beim Zielen, selbst wenn ich hier immer weiter schieße und immer mehr meinen Skill hochkriege. Ich weiß nicht genau warum, keine Ahnung, vielleicht weil er verletzt ist, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Wir haben jetzt noch die Aufgabe, also eigentlich haben wir ganz viele Aufgaben, wir sollen ja eigentlich zu Silo 3, aber ich muss jetzt mal ganz dringend dafür sorgen, dass ich mehr Schläuche bekomme. Und auch noch ein paar andere Sachen, damit ich mir mal so ein Beet zusammenbauen kann. Damit ich mal Pflanzen anpflanzen kann in meiner Hut. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Abiotic-Faktor reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts um die Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das hier findet. Jetzt frage ich mich gerade, wo finde ich denn Schläuche? Wenn ich ein Schlauch wäre, wo wäre ich? Wahrscheinlich in so einer Kiste. Warum steht da eigentlich Kaution? Egal. Gib mir mal hier das Ding. Ja. In den Kisten hatten wir die Schläuche immer bekommen, ne? Ich glaube, das war so. Ja, müssen wir mal gucken. Da muss ich mal ein paar Kisten zerstören. Das wurde auch schon gesagt, dass ich das mal mehr machen soll, dass ich da zu wenig zerstöre. Ich muss meinen Zerstörungstrieb mal ein bisschen hochfahren hier. Data Farm. Wir können ja mal in die Data Farm reinschauen. Ich bezweifle zwar, dass es hier Kisten gibt, aber man kann ja mal gucken. Was ist denn eigentlich hier drüben? Hier ist auch ein Aufzug. Hui! Du kleines Mistvieh. Hörst du auf damit? Lass das. Aber schön, wie man denen auch ausweichen kann. Mist! Ja, wenn man es denn hinkriegt. Aber ich habe XP gekriegt. Die nehme ich jetzt nicht. Ach doch, warte mal. Die muss ich ausnehmen, weil ich krieg ja darüber diese komische. Ja, jetzt mein Ding kaputt. Ja, wie war das Spiel mehr? Das braucht man ja nur, um Sachen auszunehmen. Ja, genau. Hast du gut erkannt. Jetzt hast du kein Messer, um das Tier zu zerlegen. Wer knurrt? Hier, warte mal. Hier ist noch eine Kiste. Mach mal die Kiste kaputt. Natürlich nur Stoff und Latten. Mit der Person hast du noch nicht gesprochen. Mit welcher Person? Wo ist hier eine Person? Doch, die Sicherheitsfrau, die da lag, mit der habe ich schon gesprochen. Ah! Das war eine sehr gute Reaktionsfähigkeit, Herr Spielbär. Das könnte fast Baseball-verdächtig sein, ey. Ohne Witz. Da hinten ist noch eins in der Ecke, wa? Ja. Hey, die. Auf, du kleines Mistvieh. So, warte mal. Hier sind diese komischen Teile hier, diese Drucker. Ich mache die mal jetzt kaputt. Mal wissen, was da drin ist. Ach, natürlich wieder. Das sind alles elektronische Komponenten. Ich brauche Schläuche. Bei der Grafik kann ich die Streamqualität runterdrehen, ohne dass es schlechter wird. Naja, das ist ja eigentlich Half-Life so ein bisschen angelehnt. An Half-Life 1 so retromäßig so ein bisschen. Muss doch irgendwo hier einen Schlauch geben. Warte mal. Ich wollte gerade sagen, ich kann ja die Blas kaputt machen. Stopp. Okay, gut. Das war gut. Warte mal ganz kurz. Hier ist noch so ein Computer. Moment, da kann ich auch wieder ein Rezept abgreifen oder irgendwas. E-Mail. Oh, so viel. Die Sache mit den Hundedingen. Hi, endlich haben wir eines dieser Hundedinger gefangen. KP meinte, es sei ein Pekaris, bis er merkte, wie groß das Ding war. Mir ist aufgefallen, dass ihr Verhalten hier etwas anders ist als im Anteversum 2. Sie vermutet, dass die niedrigere Entropie auf der Seite ihrer Biochemie gestärkt ist. Sie sind stärker, sie scheinen auf jeden Fall wütender zu sein. Interessant, der Energieunterschied wirkt sich sicherlich stark zu unseren Gunsten aus. Doch ich würde keine voreiligen Schlüsse ziehen, wir wissen noch nicht genug. Du bist nicht auf dem Laufenden. Das Stufe 3-Team hat offenbar einen Weg gefunden, den Unterschied in ihrem neuen Energiezellendesign zu nutzen. Setz dich mal mit Mayfield zum Mittagessen zusammen. So, mal schnell das Bild öffnen. Dr. Hilda von Dixon. Okay. Was haben wir hier?
Ich mache mir Sorgen, dass einige deiner Leute Überstunden machen, nicht jeder Abend in den Wohnsektor zurückkehren. Ich habe gehört, dass einige von ihnen dort Betten gebaut haben. Wenn sie manchmal etwas mehr arbeiten, Richard, dann nur, weil sie es wollen und ein Projekt es braucht. Bei den meisten kann man nicht einfach pünktlich um 18 Uhr gehen. Das muss aufhören, Sarah. Die Sicherheitsbots haben keine Mitarbeiterkonfiguration. Ja, das haben wir anscheinend schon. Also glaubst du, WWF Wrestling ist echt oder sind es nur Schauspieler? Ich verstehe es nicht. Warum jubeln alle, wenn es nicht echt ist? Hängt davon ab, von was? Wie leichtgläubig du bist. Loi. Ist das sogar nicht ein echter Wrestler? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Okay, egal. Ist anscheinend alles. Ist jetzt nicht wahnsinnig spannend irgendwie. Warte mal, da hinten war jetzt noch ein Rucksack. Was ist denn hier im Nebenraum noch? Achso, hier geht's einfach noch. Ey, einfach von der anderen Seite auch reingekommen. Okay. Ja, warte mal, Schlauch. Wenn ich ein Schlauch wäre, wo wäre ich? Wer wäre ich, wo wäre ich, wo würde ich mich selbst finden? Gate-Ladestation, ne, wir müssen gerade nichts laden. Das ist ein echter Wrestler, der kommt mir bekannt vor tatsächlich. Cubic Shelf. Habe ich schon mal gesehen. Ich muss sagen, in den 90ern, da hatten wir bei einem Kumpel auf dem N64... Lustigerweise auch genauso diese Zeit, wo auch das erste Half-Life kam. Da hatten wir auf dem N64 so diverse Wrestling-Spiele, irgendwie WWF und so. Oh, etwas liegt in der Luft. Sei heute Nacht vorsichtig. Bitte was? Das klingt wie ein Wink mit dem ganzen Zaun. Ich glaube, wir sollten vielleicht... Wie viel Zeit habe ich noch? 4.10 Uhr. Verdammt, wieso finde ich diese blöden Schläuche einfach nicht, ey? Ab nach Hause wird gesagt. Okay, dann... Vielleicht kommt die Nacht dann früher. Dann hauen wir mal lieber ab, wa? Besser ist da. Ja, hier flackern schon die Lichter irgendwie. Ab 21 Uhr gibt es eine Invasion in deine Base. Was? Da, ja, die ist schon da, die Invasion hier. Der ist hier auf meinem Bett. Kann ja wohl nicht wahr sein. Tür zu. Wie eine Invasion auf meine Base. Davon war nicht die Rede im Prospekt. Was mache ich denn da jetzt? Ich bin überhaupt nicht auf sowas vorbereitet. Warte mal, ich muss auf jeden Fall erstmal mein Zeug reparieren. Geben wir mal hier irgendwie Klebeband und so. Hier, mal schnell mal... Das Messer muss ich mal reparieren, damit ich auch mal die Viecher wieder ausnehmen kann. Dann muss ich hier das reparieren und meine Armbrust auch. Und muss noch mal Pfeile machen, muss ich auch machen. Ah, schnell, wie viele Pfeile? Ich habe nur noch 19. Aber gut, ist das überhaupt eine gute Waffe, um sich zu wehren mit der Armbrust? Das ist, glaube ich, gar keine so geile Waffe. Die ist viel zu langsam. Okay, warte mal kurz. Pfeile. Was brauche ich dafür nochmal? Hier. Ach ja, Metall brauche ich dafür. Keine Latten. Ich wollte schon wieder die Latte in die Hand nehmen. Moment. Ist gleich soweit. Kommt gleich. Bandagen, Spritzen und Co. Ja, Bandagen habe ich. Spritzen habe ich keine mehr. Da habe ich die letzte gerade erst genommen. Wie mache ich denn Spritzen? Wie mache ich denn das? Wo steht denn das, wie ich das mache? Hier, Spritze, da. Ich brauche das. Biomüll. Oh, warte, hier war Biomüll. Warte. Schnell mal das kleine Mistvieh zerstören. Warte, Biomüll. Und dann war hier im Kühlschrank auch nochmal Biomüll. Biomüll. Und schnell machen. Hier Röhrchen, genau. Teströhrchen. Wie mache ich das? Mit Glas und Platten. Glas und Platten. Schnell. Herstellen. Wie? Was? Nein, die Werkbank hat keine Stromo. Spielbär, du musst ihn nehmen, Stromo, und musst ihn machen an die richtige Gerät. Schnell. Herstellen. Noch eins. Und noch ein. Mindestens drei müssen wir machen. So, warte, jetzt können wir... Jetzt... Nee, nicht den Leuchtstab. Gottes Willen, Spielbär. Nicht die andere. Die Spritze. Spritze. Das Anteversum Eingeweide. Warte, wo war das? Das war hier. Spritze. Okay, bam. Genau, dann haben wir nämlich das komische Fleisch. Haben wir auch verbraucht jetzt. Bitte mal hier, mach mal das da rein. Hätte ich jetzt schon Pfeile gemacht? Ja, habe ich. Aber nicht so viele. Ich muss mal, glaube ich, auch mal ein bisschen mehr Schrott sammeln auch. Da habe ich auch nicht mehr genug. Auch zu wenig. Ich habe zu wenig von allem eigentlich. Hoi! Dein Ernst? Warte. Das ist...
Das ist das von mir? Hab ich das gemacht? Was ist das? Was ist das? Was passiert hier? Was geht hier vor? Da! Ah! Nicht mein Bett! Meine Suppe! Ganz kurz. Nochmal schnell was trinken. Invasion. Ja, aber das geht nicht. Das darf nicht sein. Das darf nicht passieren. Du bekommst gleich Besuch. Oh! Ich dachte, ich habe noch Zeit. Oh! Kann ich mich verstecken? Wissen die, wo ich bin, wenn sie reinkommen? Wissen die, wo ich bin, oder... ...21 Uhr kommen die. Warte, wie spät ist es denn jetzt? 6.10 Uhr, weil das ist doch bald. Ist doch nicht mehr so lange hin. Ich hab jetzt... Warte mal, ich muss hier mal... Das muss ich mir mal hier auf den Schnellschlot ziehen, genau. Ich hab 3 Spritzen, um mich zu heilen. Aber kommen die ganze Nacht, oder ist das dann auch irgendwann dann zu Ende? Also wie? Weil ich muss ja auch schlafen. Und pinkeln muss ich ja auch noch. Nur eine gewisse Anzahl. Okay, eine Welle. Und was kommt da? Kann man... Noch eins! Kann man sich da irgendwie drauf vorbereiten? Also irgendwie im Sinne von, dass man da auch Fallen aufstellen kann oder irgendwie sowas? Weil das kann doch nicht sein. Ja, perfektes Timing! Ist ja geil. Schnell aufs Klo nochmal gehen. Das ist der Angstschiss. Ganz perfektes Timing. Richtig geil gemacht. Schnell, schnell, schnell. Schnell. Ja, okay, war gut. Ja, war gut. Ja, war gut. War schlecht. Gut. Schlecht, okay. Ja, fast. Fast entleert komplett. Ich will hier irgendwas rumlaufen. Ich gehe lieber schnell zurück. Dann haben wir nochmal schnell AA gemacht. Sprinten, jawohl. Das ist auch gut. Kommen die in der Reihenfolge, in der sie aufgetaucht sind, die Dinger? Weil dann würde ich wahrscheinlich erstmal hier campen müssen. Wenn du die Portalunterdrückungswerkbank hast, dann kommen die nicht mehr. Nicht mal die Hände gewaschen. Keine Zeit zum Händewaschen jetzt. Ist eh alles schon versifft hier. Es kommt eh nicht mehr drauf an. Ich glaube, diese Kontamination ist dann, macht den Kohl jetzt auch nicht mehr fett. Die kommen alle gleichzeitig? Wie soll ich das denn machen, ey? Mit der Waffe hier? Das ist ja lächerlich. Wenn er doch wenigstens mal nicht so rumwackeln würde mit der blöden Armbrust, weißt du, das regt mich ein bisschen auf. Genauigkeit. Oh, da muss ich aber nur noch einmal schießen, dann kriege ich nochmal einen Punkt. Also ich muss auch was treffen dabei natürlich. Aber dann habe ich ein Level up. Okay, Power down. Power down, Power down, Power down. Der Heizstrahler ist an, hoffentlich gehen jetzt meine Sachen nicht kaputt hier, die hier rumstehen, wenn da jetzt die ganzen Viecher kommen. Weil eine Portalunterdrückungswerkbank soll ich machen. Bärchen sollte mal seinen Puls einblenden. Ja, mal gucken, irgendwann kaufe ich mir mal so eine Smartwatch, wo dann der Puls ausgelesen wird. Der wird dann reingestreamt in den Stream oder in die Aufnahme. Und dann könnt ihr sehen, wie mir die Jucke geht. Aber ich glaube, ich bin gemessen an den Umständen immer noch relativ entspannt. Wann, wo, wie, warum, weshalb, wieso? Die Luft fühlt sich seltsam an. Ist das so? Ja, dann müsste es doch jetzt gleich losgehen. Angst. Nervosität. Ah, kommt doch nicht gleichzeitig, siehst du? Mist. Kommt doch nicht gleichzeitig. Ach Mist. Aber sie sehen mich anscheinend nicht. Warte mal, die greifen mein Zeug an. Heiligsblechte, das war gut. Warte, schnell laden. Mist. Oh mein Gott. Warte, da 3 Viecher nicht getroffen gerade?
Sein Ernst? Ah, ich häng fest an den blöden Stühlen. Was? Keine Muni? Er hat nicht nachgeladen, der Plebs. Flieg und sieg. Lad doch mal nach, Mann. Krieg Plack hier. Er kann nicht springen beim Nachladen. Dann hört er auf, nachzuladen. Ah. Ja, das war gut. Oh Gott. Aua. Kack, Mistviecher, ey. Scheiße. Okay, warte. Ich nehme jetzt das Schlägel-Ding. Okay, Fenster sind kaputt. Alles kaputt machen, alles schlagen. Ich sehe nicht, das ist hinterm Kühlschrank, es hängt fest. Ich glaube, ich kann mir gleich beim nächsten Morgen, kann ich mir, glaube ich, eine neue Safe Base suchen. Ist alles kaputt, ich sehe nichts, ich weiß nicht, wo es ist. Ich bin kaputt, ich bin verletzt, alles ist scheiße. Hinter der Werkbank klemmt da. Ja, komm da raus, du hässliches Kackviech. Stirb. Au, 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 au. Alles hässlich hier. Mistviecher. Los. Schnell alles nehmen. Heile dich. Ja, ja, mache ich gleich, wenn ich Zeit habe. Ich habe keine Zeit jetzt. Du bist völlig verdreckt. Danke dafür. Toll, jetzt sind meine Scheiben offen. Jetzt kann hier jeder rein. Was ist das denn für ein Mist, ey? Jeder kann jetzt hier rein. Alle Tag der offenen Tür ist jetzt hier. Aber ist mir jetzt egal. Ich leg mich jetzt hier hin und schlafe. Ja, warte halt erstmal das ganze Zeug ablegen, was ich jetzt dabei habe. Hier, macht das mal rein, den ganzen Strahlungskram. Damit der nicht dabei ist. So, warte, jetzt schnell noch hier Spritze rein. Schön rein in den Arm, genau. Die Heilsalve bahnt sich ihren Weg durch den Körper. Okay, dann schlaf mal noch eine Runde. Gott, ey. Mal gucken am Tag, was dann da noch übrig ist, ey. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Okay, aufwachen. Ja, so richtig geheilt ist er irgendwie noch nicht, wa? Was ist denn jetzt noch übrig hier? Die Werkbank. Der Kühlschrank hat einiges abgekriegt. Oh Gott, das Ding ist ja fast kaputt, ey. Kann ich das mit Klebeband reparieren? Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Was habe ich denn hier noch? Was ist denn hier noch? Hier ist Klebeband. Ich weiß noch gar nichts hier. Warte mal, nimm mal das rein jetzt. Kann ich das kleben? Ach Mensch, Spielbär. Nee, kann ich nicht, oder? Wie kann ich denn das reparieren jetzt? Wenn du aufgeräumt hast, solltest du mal baden gehen. Das braucht einen Hammer zum Reparieren. Und wie, wo kriege ich den her? Kann ich den selber machen? Als Stoffseil? Provisorischer Schraubenzieher? Nee, kann ich scheinbar nicht. Okay, was? Huch? Warte, was wollte ich gar nicht? Was ist das? Klinge. Okay, warte mal, wir müssen mal kurz Sachen weglegen. Oh mein Gott, warte mal, ich brauch mal hier... Wo ist denn mein Topf eigentlich? Oh, mein Topf ist noch da, Gott sei Dank. Warte mal, ich will noch mal schnell was essen hier. Wo ist denn jetzt das Gulaschding hin? Ich hab doch gerade... eigentlich gerade die Suppendings... Habe ich die jetzt hier reingemacht? Ah, ja, habe ich hier reingemacht. Warte mal, ich muss ja ganz kurz mich mal hier organisieren jetzt. Ah, da ist ja noch was drin, da ist ja noch was drin, da ist ja noch was drin. Nimm mal Klebeband weg und iss mal schnell was. Ich soll mich waschen. Ich soll einen Hammer suchen. Okay, warte, dann suchen wir jetzt einen Hammer. Ist ja der Hammer. Wo kann ich mich denn waschen? Warte mal. Hier drin? Nee, in dem Siffwasser wahrscheinlich eher nicht, wa? Warte mal. Oh! Wieso? Du Kacke. Warum läuft der hier noch rum? Doch, in dem Wasser. Echt? Okay, dann rein da. Nimm mal die Dings. Hä? Irgendwie ja nicht so, ne? Wie wasche ich mich denn? Tainted Wasser? Ach, waschen. Mit E gedrückt halten. Okay. Das ist eine Aktion, Spielbär. Du musst eine Aktion durchführen. Es reicht nicht, wenn du dich nur reinstellst. Okay, warte ganz kurz.
Wie war das jetzt? Ich brauche einen Hammer. Warte mal, hier war doch immer diese Werkzeugkiste, war doch hier unten. Vielleicht ist da ja einer drin gespawnt. Die Sachen spawnen ja neu. Okay, nee, da ist nur ein Schraubenzieher. Den habe ich schon. Den nehme ich jetzt nicht nochmal mit. Puh. Was ist denn eigentlich da? Achso, da war diese Monorail-Station. Okay, warte mal. Wir gehen mal in den Bereich, den wir da jetzt geöffnet hatten. Würde ich sagen, im Schwimmbad soll ich. Okay, warte, dann gehen wir ins Schwimmbad. Schwimmbad ist hier. Ja, aber warte mal, hier oben geht es ja auch rauf. Was ist denn hier eigentlich? Hier ist gar nichts. Okay. Warte mal, ich habe hier was gehört. Irgendwas. Ah, nein! Oh, Mann, warum nimmst du nicht die Leiter, Mann? Warum springst du da runter? Ich habe, ohne Witz, ich bin nicht gesprungen. Er ist einfach selber runtergesprungen, der Idiot. Oh, Mann, ich hasse sowas, ne? Okay, warte mal, ich guck mal hier rein. Oh, ein Schlauch, oder? Ah, ne, ist ein Metallrohr. Mist. Ich brauche einen Schlauch. Oh, der ist Brett schwimmt. Are you sure you want to digest? Nein, will ich nicht. Wann habe ich das gesagt, dass ich das will? Ich wollte das Brett aufsammeln. Schraubenzieher. Ah, da geht's nach oben nochmal. Kleber, Kram, warte. Okay. Was ist das? Ah, da ist das Fitnesscenter. Oh Gott. Nein, ich habe meine Tasche. Ah, hab ich. Ja, ist gut, ist gut. Ah! Kleines Mistvieh. Hier schon wieder, ey. Ihr habt meine ganze Basis zerstört, ihr hässlichen. Kackviecher, ihr hässlichen. Warte ganz kurz. Da. Okay, das, das und. Ja, nee, warte mal. Den Schraubenzieher nehme ich nicht nochmal mit. Da liegt ja noch ein Schraubenzieher. Was liegt denn hier alles rum, ey? Lauter Zeug. Ich geh mal. Ah. Okay, ich geh mal da runter. Wo bin ich? Das ist doch dieser Vorraum. Ah, da ist diese Küche. Was ist denn das da hinten? Da ist ein Schlauch! Nice. Warte ganz kurz. Licht. Erde. Schlauch. Nice. Noch ein Schlauch. Noch ein Röhrchen. Noch ein Schlauch. Ist das, die Bleiweste haben wir schon. Noch ein Schlauch. Schlauch, Schlauch, Schlauch. Das ist doch nice. Hier wollen wir noch das Zeug mitnehmen, das Zeug mitnehmen. Die Säure, das Zeug mitnehmen. Da ist noch was. Nimm es doch. So, aber wir brauchen eigentlich doch diesen Hammer. Wo soll der denn jetzt sein? Ich finde den Hammer nicht. Ja, sicher, dass das immer gleich ist? Kann ja auch sein, dass es bei wem anders was ganz anderes ist als bei mir. Hier ist nochmal Radaway. Was ist das da für ein hässliches Viech? Was ist das? Ha! Nein, das ist wie bei Half-Life. Das sind die Teile. Warte, was muss ich tun? Schießen, drauf schießen, Spielwehr nachladen, schnell! Oh Gott, dammit! Bei Half-Life waren sie nur an der Decke gewesen. Garlunkel. Gib mal her. Garbunkelkrone. Staubsauger, okay. Wieder verstrahltes Zeug aufgesammelt. Hin und drauf treten. Ich hab's jetzt mit. Ich hab's jetzt auf die Art gelöst. Supply Room, warte mal, was ist hier drin? Naja, nicht so wirklich viel. Das sieht aus wie. Ah, ah, ich weiß, wo ich bin. Okay, das ist die Rezeption. Hier ist kein Hammer. Der Hammer ist bei jedem anderen woanders. Ja, das würde ich nämlich auch sagen. Das, weil alles andere, das wird ja mal ausgewürfelt hier. Das wäre ja sonst unlogisch, wenn das immer gleich wäre. Die Frage ist eben eher. Oh! Gut. Die Frage ist eben eher.
Muss ich jetzt hier echt alle Schränke durchsuchen, um den zu finden, oder? Ja, wahrscheinlich. Aber die habe ich ja alle schon durchsucht, sind ja alle schon offen. Was waren hier eigentlich drin? Ach, hier sind Toiletten. Ich muss gerade nicht. Eine Toilette, weil ist hier eine Spritze drin? Nee, leider nicht. Warte mal, den Bolzen wieder mitnehmen. Wenn du schon die Viecher nicht auseinander nimmst, spiel mir dann wenigstens die Bolzen mit. In der Mitte habe ich noch gar nicht aufgemacht. Absolut korrekt beobachtet. Soll ich das Altpapier mitnehmen? Ich weiß ja nicht, das blockiert mich nur unnötig. Die Plastedinger brauchen wir. Okay, ich habe schon wieder keinen Platz mehr. Verdammt nochmal, man hat einfach chronisch zu wenig Platz, ey. Ich guck trotzdem jetzt nochmal in die anderen Schränke. Das Geld kann ich immer so mitnehmen, das ist kein Problem. Das ist leer. Ja, das kann ich nicht mitnehmen. Ist egal, wir merken uns einfach für später, dass da Klebeband drin ist. Hast du nichts gegen Brüche dabei? Ist egal, ich hab die Schiene versucht zu nehmen, hat er nicht nehmen wollen. Ist egal. Mach da nicht. Das war kein richtiger Knochenbruch. Das ist nur, der hat da gesagt, du hast Verletzung, aber es ist nicht so schlimm, hat er gesagt. Da nützt mir die Schiene nichts. So, jetzt muss ich ja hier Barrikaden installieren, sonst kommen auch nachts die Viecher rein, oder nicht? Okay, warte mal ganz kurz. Ich muss erstmal jetzt Sachen weglegen. Halt, warte mal, was habe ich jetzt nochmal gebraucht? Was habe ich nochmal gebraucht für die für das hier. Plaste und Erde. Guck mal, das können wir doch jetzt machen. Ich will das jetzt machen. Aber wie mache ich das? Warte, ich muss Plaste nehmen. Ich muss das Papier rauslegen. Ich brauche Bretter. Warte, Bretter habe ich dabei. Ich brauche die Schläuche, die habe ich auch. Was habe ich noch gebraucht? Was war das andere? Ach ja, Erde. Ja, ja, stimmt. Erde haben wir hier. Dreimal haben wir Erde. Erde an Spielbär. Nice. Oh mein Gott, Inventar voll. Okay, warte, ich baue das Ding jetzt auf. Ich will's jetzt machen. Ich baue das hier in die Ecke. Muss da eine Lampe noch drüber oder hat das schon eine Lampe? Muss das Strom? Pflanzen brauchen sauberes Wasser, um zu wachsen. Ja gut, das sollte ja eigentlich kein Thema sein, oder? Wir haben doch auch noch Tomatensamen. Aber warte mal, wir haben doch jetzt auch die Möglichkeit, diese Supertomaten zu machen. Hier, warte mal. Was war da? Tomatensamen? Dann brauchen wir die Biomasse. Supertomatensamen. Okay, ja genau, diese Antiversum-Kram. Warte, Antiversum war doch... Das habe ich doch hier irgendwo reingelegt. Wo war denn das... Ich finde, es müsste ein Update geben, wo der das ganze Zeug, was in den Schränken drin ist, automatisch nutzt zum Craften, weil er nicht ständig mal danach suchen muss. Das nervt nämlich ehrlich gesagt ein bisschen, muss ich sagen. Hier, das können wir nochmal machen jetzt. Das Alien-Getreide. Ja, ja, genau, das Alien-Getreide, genau. So, warte, das kann da weg. Und dann haben wir hier das, das muss da rein wieder und das muss hier rein. Da rein und hervorragend. So, jetzt machen wir mal das Rohr weg. Jetzt versuchen wir das mal einzupflanzen. Jo, okay, geil. Gut, und jetzt müssen wir das gießen. Warte mal, wie gieße ich das jetzt? Ich habe ja eine Wasserflasche. Vernichten pur. So, und dann... Ja, genau, guck mal, jetzt habe ich die Pflanzen gegossen und jetzt wachsen die, oder? Ja genau, die rote Lampe ist aus. Aber wenigstens da macht es einen deutlich darauf aufmerksam, dass man sieht, dass die Pflanze was braucht. Ah, guck mal, hier dran hätte ich mich auch waschen können, siehst du. Unglaublich. Wahnsinn. So, warte mal, hier die Röhrchen noch ablegen. Habe ich da noch irgendwo Platz dafür? Hier habe ich noch Platz. Und warte mal, nochmal Gulasch schöpfen auch. Füllen und da ist der Kochtopf drin. Genau, da müssen wir wieder neuen Gulasch machen dann. Hervorragend. Warte mal, kann ich den Kochtopf, den stelle ich einfach mal vorübergehend auf das Ding drauf. Dann habe ich den nicht im Inventar, dann macht er mein Inventar nicht voll. Das Update ist schon vorhanden aus Kisten craften. Ist das schon vorhanden? Und warum kann ich das dann nicht? Da muss ich noch irgendwas machen wahrscheinlich, wa? So, warte mal, was brauche ich? Ihr habt gesagt, ich soll die Werkbank... Upgrade mit dem Portalblocker oder so. Portalunterdrückung, was brauche ich denn da? Ungekochtes Exoherz, das haben wir sogar. Antiversum-Edelstein, okay, haben wir nicht. Militärelektronik haben wir auch nicht. Brauchen wir, achtmal brauchen wir das. Okay, das ist bestimmt von den Robotern, kriegen wir das bestimmt. Du musst die Werkbank upgraden. Ja, aber auf was? Gegenstandstransport ermöglicht es der Ah, ja, okay, verstehe, ja, ja.
Können wir das zufällig machen? Warte, wir brauchen ein Stromgehäuse und zwei von den Exor-Herzen. Ungekochtes Karbunkel. Ja, wir haben zwei Exo-Herzen. Warte mal ganz kurz. Können wir das Stromgehäuse noch machen? Dann können wir das doch gleich machen. Warte mal. Ah, warte, wo ist es? Wo ist das Stromgehäuse? Hier. Okay, ich brauche einen Ventilator. Ich brauche ein Netzteil. Ich brauche eine Platine. Ich brauche alles. Ich brauche das hier. Ich brauche Ventilator. Da war noch ein Netzteil. Genau, das brauchen wir auch. Platine brauchen wir auch. Ist auch hier drin. Und einen Ventilator noch. Genau, da. Da haben wir ja immer fleißig Zeug geholt. So, da machen wir das Ding hier. Genau. Stell einmal her. So, jetzt kann ich das doch machen, oder nicht? Stromgehäuse. Hey, ich hab's doch. Hab ich doch gerade gemacht. Warum geht das jetzt nicht? Soll ich noch eins machen? Ah, jetzt hat. Yay! Wir haben in jetzt kann ich Sachen verwenden zum Craften, die in den Schränken sind? Ja, jetzt nimmt da alles. Ich werde ja irre. Das ist ja der geile Wahnsinn. Der absolute geile. Ich hab mich umsonst beschwert. Siehst du, man muss sich nur einmal beschweren und dann kommt der fix so instant direkt. Da kommt einen direkt zugeflogen. Da passt das direkt, siehst du? Nice. So, dann haben wir das. Okay. Warte, wie spät ist es? 1.30 Uhr PM. Da können wir nochmal losziehen jetzt. Komm. Soll der Geiz. Ich fühle mich auch ausgeruht. Das Ende vom Sortieren. Ja, jetzt müssen wir nie wieder sortieren. Jetzt können wir einfach alles uploaden und einfach direkt weitermachen mit dem Craften. Geil. So, jetzt fehlt mir auch trotzdem noch ein Hammer. Wo ist der Hammer? Das war die Kantine. Was sind eigentlich hier? Silo 3 Access. Da ist doch Silo 3. The button doesn't seem to work right now. Na toll. Na toll. Okay, warte, warte, warte. Residence Tram. Kann man da eigentlich rein? Nein. Kann man hier rein? Nein. Das steht auch unter Wasserspielwert. Da sollte man vielleicht nicht unbedingt rein. Das ist hässlich. Da kommt man bestimmt auch. Da kommt man doch irgendwie rein. Das kann mir doch keiner erzählen. Ha! Ah ja, stimmt. Da hinten war dieses hässliche Vieh. Da gehe ich immer weg. Die Schränke sind sehr schlecht. Durch das Fenster soll ich eindringen. Okay, warte. Ich gehe zum Fenster. Kann ich das kaputt machen? Das ist doch so ein Sicherheitsglas, oder nicht? Warte mal. Das ist Sicherheitsglas. Das geht nicht kaputt, glaube ich. Wenn das so Streifen durch hat. Hier kann ich durchs Fenster, ja. Aber, die Frage ist, kann ich auf. Kann das Wasser berühren ist bestimmt keine so schlaue Idee, wenn da lauter tote Viecher drin sind. Oh Gott. Au! 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 Du musst jumpen, ja, ich weiß! Ja, ich weiß! Hui! Okay, warte, ich hab's geschafft. Wer bist du? Hast du einen Hammer? Nimm mal deine Sachen mit. Silo 3. You couldn't get a single power cell after that. Now look. They're precious antiverses. Totally out of control. Okay, der hat mir mal öffne Silo 3 und das weiß ich doch schon, dass ich da hin muss. Sag mir irgendwas, was ich noch nicht weiß. Ich gehe jetzt hier rein. Hier murmelt wieder irgendwas. Oh. Ah, ist alles unwichtig, was da ist. Warte mal, das müssen wir hier kaputt machen, oder? Oder der zusammenpacken. Was ist denn da drin? Geld und Zeug. Packt man das mal zusammen. Und nehmen das mal mit. Stimmt, das kann ich ja eigentlich auch selber wieder aufbauen, ne? Füllen wir mal gerade so auf. So, jetzt komme ich hier immer wieder. Ah! Dr. Mance reporting. IS-178. The Peccary, as it was so ineptly dubbed by one of my puerile co-workers, is more intelligent than it first seemed. In fact, it grows stärker unter Strom, ja. Stärke. Before morphing into the later life cycle phase, Dr. Manbanko even managed to teach it a few simple tricks, with only minor burns, I believe. So, so. Wer wurde wem getrickst? Was? Ich habe irgendwie gehört. Sehr. Hier mal reingucken. Geld. Ich kann bei, ganz ehrlich, bei kann ich investieren, so viel Geld habe ich. Muss aufpassen, dass die Inflation das nicht wieder wegfrisst, was ich jetzt alles gesammelt habe. So, ich glaube, das ist erstmal hier gewesen, oder?
Aber so richtig viel weitergekommen bin ich jetzt auch nicht. Aber immerhin habe ich die Tür aufgekriegt. Und ich habe eine Info, dass ich zum Silo muss. Ich schaff mal den Schrank beiseite. Hier kommt man bestimmt auch nicht. Ah, warte mal, da ist eine Leiter. Da kommt man irgendwie nach oben. War hier eigentlich ein Eingang? Kann man hier eigentlich rein? Ja, hier kann man rein. Aber das habe ich... Mach mal das hier kaputt. Ah, Klamotten, Fetzen und Klebstoff. Ja gut. Warum eigentlich nicht? Ich meine, der Raum wäre natürlich auch eine nette Base. Da hat man eine Tür und die Fenster sind gepanzert. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, mir gefällt mein Spot nicht. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Diese großen Fenster, die einfach so kaputt gehen, dann hast du da irgendwie viel zu viel Fläche, wo Viecher spawnen können. Hier drin spawnt halt einfach gar nichts. Ja, und die Fenster hier können auch nicht kaputt gehen. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde es hier besser, diesen Raum. Hier habe ich auch einen Stromanschluss, hier kann ich mich... Ich würde das verlegen, ehrlich gesagt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, warum ihr da so auf dieses Büro abfahrt. Also entweder braucht man irgendwann noch wahnsinnig viel Platz für alles. Aber unsicher finde ich das. Ich finde das total unsicher da, muss ich sagen. Neuer Raum finde ich toll. Ja, ich muss... Oh, hier, guck mal, hier habe ich sogar noch einen Stromanschluss. Ich kann mich sogar hier in die Lobby ausbreiten, wenn ich das will. Und es gibt auch nur einen Weg da. Du hast nicht alle Schränke durchsucht, auch die liegenden Schränke sind wichtig. Dann zieh um, ich mag das Büro auch nicht. Das ist mir, erstens ist es mir viel zu groß. Zweitens spawnen immer auch Viecher da drin, also irgendwie weiß ich nicht. Aber da müssen wir jetzt natürlich mal zusehen, wie wir das jetzt hinkriegen. Weil jetzt habe ich natürlich hier das ganze Zeug hier in den Schränken. Das muss natürlich da alles rüber dann. Die Frage, ich würde das vielleicht an einem komplett neuen Tag machen. Weil das ist mir jetzt hier doch irgendwie doch ein bisschen zu krass. Uhrzeit. 4.20 Uhr. Das schaffen wir nicht alles rüber. Also vielleicht schaffe ich die Werkbank rüber. Das könnte ich vielleicht hinbekommen. Aber da muss ich mich auch erstmal leer machen, sonst bin ich nämlich zu schwer. Erstmal leere Schränke dort aufstellen. Das auch, ja. Ich meine, gut, ich kann ja den Schrank, den ich jetzt schon gefunden habe, den kann ich ja da wieder rüber schaffen eigentlich. Warte, ich muss mal ganz kurz mal das andere Zeug mal weglegen, was ich hier jetzt noch habe. Damit ich mal ein bisschen leichter bin. Weil man hat es ja nicht leicht hier, ne? Dann nimm mal den Schrank wieder raus. Hä, wieso ist er jetzt krasser überladen als vorher? Ich habe doch Sachen weggelegt. Okay, verstehe ich nicht. Leg mal alles weg, was du nicht dringend brauchst. Okay, jetzt ist er nicht mehr ernst überladen. Du trägst eine Menge Zeug mit dir rum. Ach was. Der Schrank ist schwer. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Aber gerade eben hat er den ja auch gewuppt. Ich meine, gut, hier draußen sind halt auch immer direkt Viecher, ne? Und er sagt mir ja hier auch nicht, dass das ein Safe Space ist. Vielleicht ist das deswegen keine gute Idee, ne? Bei meinem Büro sagt er mir ja, das ist ein Safe Space. Hier sagt er das nicht. Hm. Kann ich denn auch, wenn da nicht eingeblendet wird, dass das ein Safe Space ist, trotzdem mich aufbauen, ist die Frage. Oder ist es da nicht so schlau? Weil du da ein Bett und dergleichen hast. Deswegen sagt er mir, dass das ein Safe Space ist, ja? Nur deswegen hat er das nicht vorher auch gesagt, als ich dran vorbeigelaufen bin, ohne dass da ein Bett aufgebaut war. Einen Safe Spot machst du dir selber, okay, ja, dann... Ich meine, mir reicht's schon, wenn die Viecher nur vor dem Raum spawnen und nicht in dem Raum, wo ich mich aufbaue, wie bei diesem Ding da, wo wir da uns aufgebaut haben. Das reicht mir schon völlig aus. Ja, weil ich mich kotzt das an, dass da diese kleinen Mistviecher... Also, auch ohne, dass da ein Event ist, spawnen die ja immer wieder nach in dem Büro. Und da wurde gesagt, ich soll mehr aufbauen. Ich habe schon so viel da aufgebaut, ganz ehrlich. Ich habe da schon so viel hingestellt. Und da spawnen die immer noch nach. Also, das bringt anscheinend gar nichts. Die spawnen überall, außer da, wo du safe machst. Ja, und in meinem Büro, da habe ich auch safe gemacht. Und da spawnen sie trotzdem. Mit dem Rollwagen kannst du die vollen Schränke transportieren. Ich frage mich eigentlich eher, ob ich jetzt noch schnell das Bett und die Heizung umplatzieren soll, weil das ist gleich, ich mach mal die Heizung und das Bett nehme ich auch gleich direkt mit. Du hast keinen Wiederherstellungspunkt mehr. Mach mal das jetzt schnell, dann schlaf mal nämlich dann schon im neuen Domizil, würde ich sagen.
Ich würde die Pflanzen stehen lassen, bis sie fertig sind. Ja, ich hoffe, die bleiben dann da auch stehen. Nicht, dass dann die kleinen Viecher sich draufstürzen. Das ist jetzt so die Frage. Ich kann das ja hier hinstellen. Ist zwar ein bisschen eng. Ich würde auch eh die Schränke, die da noch rumstehen, die würde ich wahrscheinlich eher abbauen. Diese Büroschränke. So, machen wir das mal hier hin. Ja. Was? Achso, er ist schon müde. Ja, muss jetzt mal durch, Junge. Und den Heizstrahler, den stellen wir jetzt einfach, warte, den stellen wir jetzt einfach mal schnell hier hin. So, weil dann kann ich nämlich das schon mal anschließen. Achso, nee, warte mal, wir müssen die Batterien ja noch mitnehmen, Moment. Sonst haben wir ja keinen Strom. Schnell. Aber es ist noch nicht so weit, oder? Ich glaube, wir haben noch ein bisschen, warte. Und die Steckerleiste. Nimm sie mit. Nimm sie mit. Bleiben die dann eigentlich aufgeladen oder müssen die wieder neu aufgeladen werden? Weil eigentlich wäre es ja unlogisch, wenn man sie abbaut im aufgeladenen Zustand und dann stellt sich raus, ups, du musst sie trotzdem wieder neu aufladen. Guck mal, das ist doch viel besser hier jetzt. Ah, kein Platz jetzt mehr zum Hinstellen hier? Doch, Moment, da muss es auch noch gehen hier. Mach das mal dein. So, dann mach das mal hier dran. So, dann haben wir das schon mal. Jetzt mach mal hier die Batteries. Ah, die werden im geladenen. Okay. Nee, halt, stopp. Moment, das ist jetzt wieder falsch, Spielbär. Das ist wieder falsch gemacht. Moment, stopp, 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 stopp. Stopp, 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 stopp. Das muss hier rein. Du hast nur eine Base gebaut, aber sie nicht safe gemacht. Ja, ja, mache ich gleich. Warte. Nicht jetzt setzen. Spielbär muss jetzt hier mal Dinge tun. Jetzt versuche ich noch schnell den Rest zu holen. Jetzt sehe ich erstmal zu, dass ich hier den Herd noch hingestellt kriege. Aber so zum Survival haben wir jetzt erstmal da alles. Der Loot ist halt jetzt noch nicht da. Den Herd, warte mal, den Herd kann ich ja jetzt dann hier hinstellen einfach. Ja, genau. Und den Anschluss können wir ja da direkt auch dran machen. Und dann stellen wir den Topf da drauf. Das Einzige, was wir hier nicht haben, sind Wasserspender. Stimmt, Wasserspender müssen wir auch noch mitnehmen. Ich gehe mal schnell noch und hole noch die Wasserspender. Du bist noch im Noob-Gebiet. Du kannst alles testen. Okay, gut. So, warte, das packen wir zusammen. Hervor. Oh, da muss ich mal jetzt mal die beiden rüberwuchten. Aber er scheint es ja immer noch transportieren zu können. Ist jetzt wahrscheinlich, wenn ich jetzt von dem Gegner überrascht werde, habe ich wahrscheinlich dann schlechte Karten beim Kämpfen auf jeden Fall. So, sehr schön. Dann macht mal die Wasserspender, nehme ich gleich hier mit daneben. Den anderen auch. Schön zusammen. So, da haben wir die auch aufgestellt. Diese habe ich schon das meiste Zeug, was ich brauche. Jetzt brauche ich nur einen Kühlschrank und die Schränke. Und dann habe ich es ja eigentlich schon geschafft. Da bin ich ja schon umgezogen. Am Anfang ist das ja auch, da hat man ja auch noch nicht so viel Stuff. Da geht das ja auch ein bisschen einfacher, weil man ja nicht so viel mit sich... Was? War das? Achso, das war der Kühlschrank. Ich habe mich schon gewundert. Ich dachte gerade, was macht mir für Geräusche? Zusammenpacken. Und da ist er wieder überladen. Schön, wie er die Tomate festhält, wie so ein rohes Ei. Warum nimmst du nicht den Wagen? Welchen Wagen? Ich habe noch keinen Wagen. Den muss ich erstmal herstellen. Jetzt bin ich schon fast fertig. Okay, jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Warte mal, gib mir mal schnell noch den kühlenden Schrank. Dann stelle ich den nämlich... Ja, warte mal, den müssen wir jetzt natürlich noch irgendwie so hinstellen, dass er hier noch mit dem Strom dran ist. Ja, nun hab dich nicht so. Warte, ich stelle den mal schnell mal hier hin. Das ist jetzt egal. Hauptsache, der steht erstmal und es kann angeschlossen werden. Damit ich mal das radioaktive Zeug noch loswerde jetzt. So. Ja, ja, und das Ding hier auch gleich noch mit rein. So, warte. Steckelleiste. Nimm mal hier den. It's absolutely Siberian. Wie sibirianisch. Hör auf, sowas zu erzählen. So, warte. Nicht hin. Das Bett wurde als Einstiegspunkt gewählt. Hä? Da war gerade so ein Vieh und das war gar nicht wirklich da.
Aber da stand jetzt immer noch nicht, dass das ein Safe-Ort ist, ehrlich gesagt. Schau mal im Interface, du bist verstrahlt. Ich sehe nicht, dass ich verstrahlt bin. Wenn ich verstrahlt wäre, dann hätte ich doch ein Symbol dafür. Links unten in der Ecke. Habe ich doch gar nicht. Und der Kühlschrank. Ja, der hat ein bisschen eine Strahlenbelastung, aber das liegt halt am Inhalt. Gibt Strahlung ab sehr niedrig. Ja gut, das ist halt. Das sind halt die Sachen, die da drin sind. Ja, so ist das halt. Müsste aber eigentlich gleich. Ja, genau, ich würde gerade sagen. Sehr gut. Das wirkt sich nicht aus. Ich wollte auch sagen, ja, das kann sich auch gar nicht auswirken. So. Jetzt müssen wir ja noch die Schränke rüber schaffen eigentlich. Und an dieser Stelle endet diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die BR-Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr coole Möglichkeit, um meinen Kanal zu unterstützen. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.